Hi, mein Freund. Mein Lieber. Sag mal, wie lange ist es her, dass wir das letzte Video gedreht haben? Ziemlich genau 2 Jahre, oder? Du schon, warst, oder? Hast du letztes Mal, haben wir also ich war ein Video gedreht? Nein. Ich war zwar jetzt im April, war ich schon mal da, ja, für 2 Wochen, aber das letzte Video ist 2 Jahre her, oder? Kann das sein? Haben wir tatsächlich letztes Mal kein Video gedreht? Weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, kann mich auch nicht daran erinnern. Das ist der Daniel. Für die, die ihr ihn nicht kennt, das ist mein Freund aus München. Wir haben die letzten Manche 20 kennen mich Jahre. Ja schon über die Community. Ja, ja, eigentlich gestern Abend waren von 20 Leuten, haben dich 20 gekannt. Ja. Das war sehr cool, ja. Das war sehr cool, ja. Ja. Ja, sag mal, was hat sich die letzten 2 Jahre jetzt so hier auf Zypern maßgeblich verändert? Nordzypern ist ja ein Wandel. Nordzypern ist teurer geworden, wie fast jedes Land auf dieser Welt. Allerdings nicht in diesen Maßen wie zum Beispiel in der Türkei oder wenn man direkt Deutschland als Vergleich zieht. Ich weiß nicht, wie die Inflationsrate dort ist, aber ich war seit 3 Jahren nicht mehr in Deutschland und werde das auch wahrscheinlich nicht mehr tun. Aber ich habe einen sehr, sehr guten Bezugspunkt dazu. Wir kriegen ja ständig Leute aus Deutschland und jeder erzählt mir, oder viele erzählen mir eben ihre Motivation, ihre Gründe, warum sie Deutschland verlassen wollen oder zumindest sich am Plan B aufbauen wollen. Und da ist natürlich Nordzypern immer noch ein sehr interessantes Thema, weil wir sind ja innerhalb Europas, genau genommen sind wir sogar innerhalb der EU. Nur gilt das EU-Gesetz hier nicht mehr oder hat nie gegolten, weil die Insel seit 1974 von der Türkei besetzt ist. Oder zumindest der nördliche Teil besetzt gehalten wird. Und das EU-Gesetz ist hier ausgesetzt. Hier gilt das eine eigenständige Verfassung. Wir haben ein eigenständiges Parlament, was weltweit vielleicht nur von der Türkei anerkannt wird. Ja, okay. Aber mir persönlich reicht das erstmal. Was ist denn so die Hauptmotivation? Oder mit welchen Sorgen oder Ängsten kommen denn die Leute zu dir und sagen, hey, ich möchte hier auswandern, fragst du die nach dem Grund? Ja, natürlich. Was ist so die, wenn du eine Schnittmenge bilden würdest, was ist so das Hauptargument, warum sie das Land verlassen wollen? Es gibt hier zweierlei Sorten von Leuten. Es gibt die in diesen Ressourcen. Also ich stelle die Frage, was ich ja gestern auch abends gehört habe, ich habe mich auch mit ein paar unterhalten, aber interessanterweise, bei uns in der Gruppe sind hauptsächlich Leute, die hier leben. Mhm. Es gibt immer wieder auch Leute, die hier einfach erstmal investieren. Und dann kann man so und so investieren. Man kann hier wirklich in seine Zukunft investieren. Das heißt also hier im Großraumbereich, wir sind hier in Girne, in Kirinja, im Norden vom Norden sozusagen. Für mich am Meer? Gut, das hast du fast überall. Wir sind eine fucking Insel. Also wir haben hier Meer ringsrum um uns herum. Die Leute leben hier in unserer Gegend besonders gut. Wir haben eine andere Bauverordnung. Wir können hier außerhalb vom Innenstadtbereich, da gibt es auch ein paar Hochhäuser, aber ansonsten gibt es hier eine sehr strenge Bauverordnung. Du darfst nur zweistöckig bauen. Das ist, finde ich, als Landschaft sympathisch. Wir haben eine tolle Gebirgskette, die man von hier aus jetzt nicht sieht, die eben das Meer und also wir sind auf einem engen Streifen in der engsten Stelle ein paar hundert Meter, in der weitesten ein paar Kilometer, die zwischen Gebirgskette und Meer ist. Und wir haben hier einfach ein tolles Klima. Wir haben eine grüne Vegetation. Wir haben hier wirklich eine sehr, sehr hohe Lebensqualität, auch noch optisch sehr hübsch im Vergleich zu anderen Regionen von Zypern. Da zähle ich den Süden genauso auch wie anderen nördlichen Regionen damit dazu. Die sind wesentlich karger. Da sind Hochhäuser, Böttenburgen. Kann man machen, bin ich nicht der Fan von. Ich habe mich speziell für diese Gegend entschieden und wir operieren auch nur in dieser Gegend. Wobei es lukrativer als Geschäfts, wenn ich das jetzt geschäftlich gesehen hätte, müsste ich mich irgendwo nach Iskele oder nach Famagusta orientieren. Da ist eben, da kann ich in einem Hochhaus 1000 Sachen verkaufen, aber ich bin ja nicht irgendwie aus dem Grund hier. Das ist ein Zubrot, was ich habe. Ich habe meine Einnahmen aus Deutschland nach wie vor über meine Firma, der ich natürlich nicht mehr vorstehe, auch klar. Allerdings bin ich eben so, dass ich sage,
Die Leute kennen uns aus unseren Videos. Wir machen seit 3 Jahren hier Videos und haben uns von unseren Hühnern erzählt, von unseren Katzen, von unserem ganzen Leben hier. Der eine oder andere ist eben auf die Idee gekommen, uns anzusprechen. Darüber ist dann dieser Gedanke entstanden, eine Firma zu gründen. Und das kann man hier machen. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich mehrsprachig bin. Ich spreche Deutsch, Türkisch und Englisch. Wobei du ja auch deiner Community hilfst, für die, die hier einwandern wollen, dass du ja den ganzen Service drumherum übernimmst. Das heißt, auch wenn jemand kein Türkisch kann, nimmst du die an die Hand und gehst mit denen auf die Ämter und begleitest sie durch. Also du musst nicht unbedingt... Ob ich das persönlich mache oder ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von mir, ist das... ja, aber grundsätzlich ist das so. Also wir helfen den Leuten hier auf die Strecke. Also weit, also für die meisten, die hierher kommen, ist tatsächlich die Immobilie das größte Problem. Du hast es jetzt gesehen, wir hatten Leute da, die waren explizit nur 3 Tage hier oder insgesamt 4, wenn man den Sonntag so nur mitrechnet. Wir haben in 2 Tagen 8 Immobilien gezeigt. Eine ist es dann geworden. Heute ist Sonntag, heute ist Badetag. Morgen gehen wir noch zum Anwalt und machen da diese ganze Thematik klar. Also Vollmacht. Wie lange muss man rechnen, wenn man beim Anwalt ist? Also ich entscheide mich, ein Haus zu kaufen. Wie lange ist das Prozedere? Das ist alles vorbereitet. Also die geben uns im Vorfeld schon mal ihre Unterlagen, ihren Reisepass. Da wird die Vollmacht schon mal erstellt. Dann gibt es sicher noch eine Beratung vom Anwalt. Wobei die meisten, die durch unsere Fittiche gehen, kennen die das, was der Anwalt ihnen sagen wird. Und hinterlassen sie eine Vollmacht. Im Nachgang wird ein Vertrag erstellt. Ich bin froh, wenn wir den Vertrag erstellen, also wenn unser Anwalt den Vertrag erstellt. Das passiert meistens, wenn wir vom Privat kaufen. Wir haben keine Ahnung, wie man Verträge gestaltet. Der Vertrag, den unser Anwalt erstellt, ist wohlwollend unserem Klienten gegenüber, allerdings auch fair gegenüber denen, wo wir das Objekt eben kaufen. Du kriegst noch relativ, also was, ich war ja gestern mit dabei gewesen, du kriegst noch relativ preiswert, also sehr viel für dein Geld. Also das war ein Einfamilienhaus mit einem großen Pool. Was haben die bezahlt? 220? 600 Quadratmeter Grundstück, Wohnfläche sind 160 Quadratmeter, 3 Schlafzimmer, wirklich, genau. Pool in einer sehr guten Gegend, an der Gegend, die auch jetzt gerade erschlossen wird. Da gibt es einen sehr, sehr großen Bauträger in Kraschijaka, der baut gerade eine Marina an. Das ist unmittelbar in der Nähe davon. Das wird also das Gebiet überproportional im Wert steigen lassen, wobei das unseren Klienten jetzt nicht so wichtig war. Die sind jetzt nicht auf dem Investitionstrip, sondern die suchen tatsächlich einen Plan B, wo sie dann in 2-3 Jahren dort leben können. Und bis dahin haben sie einen Regen. Zulauf, wir haben große Familien, die kommen dort her, die werden dort Zeit verbringen, die werden selber Zeit dort verbringen und jetzt richten wir ihnen das Haus her. Tatsächlich 225.000 Pound, das sind 40.000 dazu ungefähr, 260.000 Euro. Mhm. Da wird jetzt nochmal für rund 40.000 Euro nachgerüstet, also wir müssen die Fliesen erneuern, die Bäder werden erneuert, die Küche wird erneuert, die Außenbereich. Was ja Standard ist, wenn man das als Eigentum auch nutzt. Natürlich, klar. Also wir machen das Ganze wieder so richtig neuwertig dadurch. Jetzt sag mal, wie lange bist du jetzt schon auf der Insel? Ziemlich genau 3 Jahre. Was macht für dich die Insel so lebenswert? Was macht sie für dich persönlich lebenswert? Wo du sagst, da möchte ich auch lange bleiben. Ich meine, wir sitzen hier. Wir könnten 8 Monate hier sitzen und würden in T-Shirts hier sitzen. Ich persönlich bin Fan von Wärme und Hitze. Ich kann keinen Tag mehr Kälte ertragen. Wobei im Schatten ist es sehr angenehm jetzt gerade, gell? Der Wind geht ein bisschen. Genau, der Wind geht vom Meer, ja genau. Heute ist dieser ominöse oder dieser spezielle Tag. Am Sonntag ist nur Baden angesagt. Ich mache keine Termine. Auch unter der Woche versuchen wir möglichst sehr viel Zeit. Wir haben unsere Schwimmbananen, unseren Sonnenschirm. Der Pool ist so warm, wie die Badewanne, man kann sich da schon reinlegen. Immer im Auto, immer wenn wir einen Strand entdecken und Zeit haben, springen wir dann ins Meer. Das ist toll, also das ist Lebensqualität. Die Menschen sind sehr freundlich, sind sehr nett. Die Insel mag durchaus etwas teurer geworden sein die vergangenen 3 Jahre. Liegt allerdings in der Natur der Sache. Du kannst jetzt nicht den Lira-Preis direkt vergleichen, was heute in Lira so viel kostet, hat vor 3 Jahren 300% weniger gekostet. Du sprichst gerade ein sehr interessantes Thema an. Hat aber mit dem Kurzverfall zu tun. Genau, du sprichst gerade ein sehr interessantes Thema an. Ich bin
jetzt im März hier gewesen. Der Vergleich ist aber relativ klein, aber von vor 2 Jahren. Wir hatten uns vorhin über das Thema unterhalten, hattest du gemeint, also ich hatte dann gemeint, ja, wenn ich heute essen gehe, ist es schon teurer geworden. Aber worauf du mich hingewiesen hast, ist natürlich, dass der Lira-Preis sich auch verändert hat. Ich war ja vor 2 Jahren, da waren wir bei 1 zu 20, also ich habe für 1 Euro 20 Lire bekommen. Jetzt sind wir bei 1,35. 1 zu 35 und dann haben wir uns das mal ausgerechnet. Ich habe ja noch die Menüs auch von vor 2 Jahren und die Karten ja auch mal direkt verglichen. So viel teurer ist es gar nicht, auch wenn davon gesprochen wird, weil der Lira-Preis hier nicht in Relation gesetzt wird. Sagen wir es mal so, für die Leute, die Devisen haben, ist das mehr oder minder relativ human, der Preis. Also Kaufkraft in Euro und Dollar, Euro, Pfund ist alles schon in Ordnung. Aber wenn du natürlich mit Lira daherkommst, Lira verdienst, es gibt ja auch Leute, die hier ein Gewerbe eröffnet haben, die hier eine Bäckerei betreiben oder eine Schneiderei oder Fußpflege. Das sind ja alles, das sind alles Gewerbe, die hier Deutsche machen können. Die dann Lira verdienen, für die wird es natürlich härter, weil sie ein Vielfaches mehr arbeiten müssen. Aber wenn hier jemand so seine Schäflein einigermaßen ins Trockene gebracht hat, sprich sich sein Eigentum leisten kann, Größenordnung, Haus vernünftig hergerichtet in einer guten Wohngegend, 300.000 Euro. Kriegst du schon was richtig? Jetzt in dem Falle zum Beispiel. Du kriegst auch Schickes, etwas, je nachdem wie jemand tickt. Also wenn du natürlich hier, du kannst ja auch 1 Million ausgeben oder mehr, überhaupt kein Problem. Wenn du es hast und wenn du so leben willst, alles gut. Du kannst hier aber auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung dir erwerben für 120.000 Pfund und hier einfach gut leben. Es kommt immer so nach dem persönlichen Lebensplan der Menschen an. Und also wenn jemand in Deutschland 30, 40, 50 Jahre lang sich sein Eigenheim erspart hat und das dann verkauft und hierher kommt, kann er eigentlich davon ausgehen, dass er ein gutes Leben hier führen kann. Ja, nach wie vor. Aber wenn du dich mit aus deiner Bubble herausbewegst, sich hier mit Einheimischen zusammentust, sich mit den Menschen in Kontakt tretest. Gestern Abend hörten wir, wir waren der einzige deutsche Tisch, um uns herum waren nur Briten und Einheimische. Du sprichst mit sehr vielen Leuten. Du bist hier wahnsinnig gut vernetzt. Du hast in den letzten Jahren, ich kann ja behaupten, du bist inzwischen ein absoluter Immobilienexperte. Von welcher Steigerung gehst du aus, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich möchte es jetzt als Investment nutzen, ich möchte die nächsten Jahre, ich weiß nicht, was in Deutschland passiert, ich weiß nicht, was in dem EU-Raum passiert, ich möchte mir jetzt schon die Sicherheit schaffen, um auszuwandern. Ist das auch heute noch eine gute Investition für die Zukunft und von welcher? Ich kann dir ziemlich genau sagen, als ich vor 3 Jahren auf die Insel kam, hätte ich eine 3-Zimmer-Wohnung mit rund 120 Quadratmeter Wohnfläche, mit 2 Balkons, mit einem Community Pool für 80.000, 85.000 Pound bekommen, also etwas um die 100.000 Euro. Dasselbe Objekt heute kostet locker 50.000 Pound mehr. Also du hast hier eigentlich eine solide Wertsteigerung in deinen Objekten, wenn du die richtigen Objekte rauspickst. Und ich rede nicht von den Objekten, die explizit für Ausländer errichtet werden, die haben irgendwie immer so einen faden Beigeschmack, aber da muss man auch der Typ sein. Wenn man also wirklich so danach tickt, dass man sich mit seiner deutschen Community jeden Tag auseinandersetzen will, kann man das machen, aber da kaufst du von Haus aus teurer ein, weil das sind so ein bisschen, da muss man gucken, mit wem man sich da eben zusammentut. Was du dich ja auch hier als Immobilienexperte auch abgrenzt von anderen. Das, was mir so auch aufgefallen ist. Ich fühle mich einheimisch. Ich bin zwar kein Zypriote, noch nicht, da bin ich auf dem Weg dorthin. Allerdings vom Pass her, ich habe einen deutschen Pass, ich habe einen türkischen Pass. Ich bin offizieller Doppelpassler und zwar seit den 90er Jahren. Also diese Regel mit dem Einstaatsbürgerschaftsthema gibt es in Deutschland seit 2001. Ich bin seit 96 doppelter Staatsbürger sozusagen. Und tatsächlich war mir der türkische Pass in meiner gesamten Zeit in Deutschland überhaupt nicht wichtig. Der ist irgendwann mal 99 abgelaufen, der hat mich nie verlängert. Hier auf der Insel war es das Erste, was ich gemacht habe, den Pass zu verlängern oder zu erneuern, weil ich auch als Türke hier andere Einkaufsmöglichkeiten habe, als wie jemand aus einem Drittstaat sozusagen. Wir haben vor 2 Jahren uns auch über ähnliche Themen unterhalten. Was hat sich denn
auch so ein bisschen hier politisch geändert? Wie ist die, gibt es einen Regierungswechsel hier in Zypern? Auf was ist momentan, also du kannst dich darauf verlassen, dass es hier keinen Regierungswechsel in einer krassen Form geben wird. Hier gibt es eine Partei, die heißt UDP. Das ist sozusagen der verlängerte Arm von Ankara. Die sind allerdings nicht so, dass sie jeweils alleine regieren könnten. Die arbeiten hier mit den Sozialdemokraten zusammen, das ist die DP. Und dann gibt es die JDP. Das sind so diese Dreierkoalition, dominiert die Insel seit Jahrzehnten in der Form. Und schlussendlich wird nach außen natürlich erklärt, wir sind Nordzypern, wir sind eigenständig, wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Jeder, der so ein bisschen über den Tellerrand hinaussieht, weiß natürlich, wer die Musik bezahlt, der sagt auch, welcher Song gespielt wird. Und die Musik wird von der Türkei bezahlt. Also zu einem großen Teil, über 30% des Inlandsvolumens kommt aus der Türkei, aus dieser Staatskasse. Die anderen 30% sind aus dem Bauwesen und nochmal bestimmt 30-40% oder Überschuss ergibt sich aus den Casino-Geschäften. Wir haben hier eigentlich in Nordzypern kein großes Bruttoauslandsprodukt, weil wir hier nichts importieren können. Sogar Obst und Gemüse wird zwar über die Türkei nach Europa versendet, aber umdeklariert als Made in Turkey. Weil du darfst mit Nordzypern keine Geschäfte machen. Hier gibt es drei große Säulen. Das ist die Bauindustrie, die letzten Jahre umso kräftiger geworden. Dann gibt es natürlich das Gesundheits- und das Bildungswesen. Das ist auch ein großer Punkt, die fasse ich mal zusammen. Und dann gibt es natürlich das Casino-Business. Das Casino-Business ist, ich weiß nicht, vielleicht sagt mir das jemand, wenn ihr das wisst. Ich kenne kein anderes Land, wo du so frei in deinem gesamten Tun bist. Du kannst ja mit einem schwarzen Geldkoffer kommen und das direkt ins Casino tragen und das, wenn du so möchtest, reinwaschen. Du hast hier ungeahnte Möglichkeiten im Kryptobereich. Wenn hier jemand wirklich im Kryptobereich fit ist, in Nordzypern musst du internationale Einkommen, dazu zählen Kryptoeinkommen in dem Falle, nicht versteuern. Okay, jetzt hat ja deine Community, schätzt dich ja sehr immer für die Ehrlichkeit, dass du nicht nur alles Halligalli und toll erzählst, sondern dass macht du die ja Dinge... Macht ja keinen Sinn, ich treffe ja die Leute hier immer wieder und die muss mich ja mit denen auseinandersetzen. Wie du sie erzählst. Was wäre denn, um einen Negativpunkt für Zypern zu nennen, außer manchmal für die, es ist sehr heiß manchmal, aber was ist denn so ein Negativpunkt oder ich würde es vielleicht umformulieren, auf was ist zu achten, wenn jemand hier auf die Insel kommt? Zuerst mal seine Brille ablegen, wie es in Deutschland läuft. Das, was ich absolut nicht hören kann, mehr, ist, wenn ich jemanden erkläre, der bezahlt mich dafür, dass ich in Nordzypern erkläre. Und in jedem zweiten Satz höre ich, aber bei uns in Deutschland läuft es so und so. Und ich habe die letzten 50 Jahre auf dem Mond gewohnt. Ich weiß genau, wie das in Deutschland läuft. Ja. Aber das tut hier nichts zur Sache. Hier ist Nordzypern. Hier ist mehr so ein bisschen orientalische Mentalität. Südländisch easygoing. Ja. Du bestellst einen Handwerker für Montag 17 Uhr. Er kommt am Mittwoch um 21 Uhr. Okay, also, damit musst du dich auseinandersetzen. Das sind durchaus Themen. Allerdings, du musst ja etwas der Typ sein für dieses Mediterrane, für dieses Muslimische vielleicht auch. Muslimisch ist das falsche Wort. Also die deutsche Pünktlichkeit musst du ein bisschen ablegen. Wenn du in Deutschland den um 17 Uhr bestellst, der kommt um 1 Uhr, eine Minute nach 17 Uhr, dann wird schon Zimmer angerufen. Und der hat Ausrede immer den Verkehr. Und weißt du was, er hat immer recht, weil dieser Verkehr ist sehr gruselig. Das ist nächstes Thema. Die Insel platzt in bestimmten Bereichen aus allen Nähten. Es kamen über die letzten Jahre und es kommen nach wie vor viel zu viele Leute ins Land. Der Krieg in der Ukraine hat sein Nötiges dazu getrieben, dass hier also noch mehr Leute kommen. Und die Stadt hier in Girne zum Beispiel, gibt es bestimmte Zeiten, wo ich mir den Innenstadtbereich komplett verkneifen kann. Jetzt im Sommer ist es gut, die Studenten sind wenigstens nicht da, wir haben jetzt gerade Semesterferien. Wobei ich gesehen habe, dass viel in Infrastruktur auch investiert wird, zum Beispiel die Strecke von Girne zu dir wird jetzt zweispurig ausgebaut, die haben angefangen jetzt gestern, wir haben es gesehen, ja. Du wartest schon seit 2 Jahren drauf, aber jetzt geht's los. Also es dauert ein bisschen länger, aber es geht los, um dann einfach den Verkehr wieder etwas zu... Richtig, genau. Das ist so ähnlich wie damals in München irgendwie 2009, da diese Ringerweiterung gebaut worden ist.
Ich habe es gehasst in der Zeit, aber danach habe ich einen riesen Vorteil davon verspürt. Hier wird es auch eine Zeit lang wieder sehr, sehr stauig zugehen wegen der Spurerweiterung. Aber danach, wenn sie da ist, freut sich jeder darüber. Mhm. Dann haben wir eine vierspurige Schnellstraße, also wie eine einspurige Landstraße. Mhm. Das ist doch nice. Interessant ist auch der Umstand, und das mögen sich vielleicht ein paar Leute sich mal genau überlegen. Diese Erweiterung wird gegen Westen getrieben. Hier vom Norden aus gesehen, gegen Westen werden die Straßen verbreitert. Da, wo die meisten Ausländer investiert sind, ich sage jetzt mal die meisten. Was die, ja auch die schönste Gegend hier ist aufgrund der Berge. Also du schaust hier auf die Berge, aufs Meer. Das hier, ist, hier leben ist die grandios, Menschen, ja. Hier sind einheimische Menschen. Die ganze Gegend, Esentepe, Tatlisu, das sind schöne Trabantenstädte, die in denen stehen, aber da gibt es keine Spurverbreiterung. Da gibt es nach wie vor eine unbeleuchtete Serpentinenstraße dorthin. Darüber sollte man sich Gedanken machen. Also worauf legt dieser Staat Fokus? Wo wird hier quasi mehr Infrastruktur vorangetrieben? Wo entstehen die Bildungsstätten für die Studenten, die Krankenhäuser? Das ist nicht unbedingt im Osten dieser Insel, also Esentepe und Co. Mhm. Da sitzt du letztendlich in einer Enklave und ja, hast und schaust was mehr. Im Winter hast du da vielleicht weniger, noch weniger Lokale und Lokalitäten. Und ich fokussiere eigentlich Leute, die hier mehr sich auch einheimisch fühlen wollen oder mit den Menschen in einen Kontakt treten wollen, die auch bereit sind, eine Sprache oder zumindest Sprachkenntnisse sich anzueignen. Es gibt Leute, die leben hier seit 20 Jahren und sprechen immer noch kein Türkisch, oder die müssen nicht Türkisch können, die müssen hier keine Referate halten. Aber so ein paar, den Zyprioten geht das Herz auf, wenn sich einer ihr anschickt, ihre Sprache zu erlernen, in irgendeiner Form so ein Kollegialsinn in die Menge zu rufen und sich eben vielleicht ein, zwei Restaurant-Türkisch-Begriffe einfallen zu lassen. Also das finde ich gut, so etwas unterstütze ich sehr. Ja, okay. Zum Schluss gesagt, also wir haben uns jetzt ein bisschen auch so über das Thema unterhalten, was sich jetzt so die letzten zwei Jahre geändert hat. Aber was ist denn hier so das Freizeitangebot? Was machen wir denn noch die nächsten Tage? Was haben wir jetzt die letzten Tage gemacht? Erzähl du doch mal alles. Wir kommen also ja gar nicht mehr raus aus dem Feiern. Wir sind relativ human aufgestanden, waren dann ein bisschen am Pool. Ja. Dann haben wir gestern eine Hausbesichtigung mit einem Verkauf. Genau, da warst du dabei. Das war quasi das Ende dieser Tour. Am Tag davor haben wir schon die Tour Abend gehabt. Am Abend sitzen wir mit Freunden zusammen. Genau. Inzwischen ist es total interessant. Ich war ja ein paar Mal schon hier auf Nordzypern. Jeder kennt mich irgendwie. Wir saßen mit 20 zusammen. Ja, genau. Ah, Daniel, servus, grüß dich, komm, sitz mal hier. Und das sind die nächsten Tage. Wir sind nachmittags am Meer. Tagsüber machen wir ein bisschen Business gemeinsam. Genau. Vielleicht schauen wir uns mal noch mal ein, zwei Häuser an, die wir auch der Community mal zeigen können. Immer wieder gepost mit Zoom-Calls, die ich ab und zu führen muss. Aber schlussendlich versuchen wir sehr, sehr viel von dieser Energie, von dieser Sonne mitzunehmen. Und heute Abend sind wir auf einem Pokerabend. Da wird natürlich nicht um Geld gespielt. Das wäre ja illegal. Das ist illegal, machen wir nicht. Wir machen nichts Illegales. Aber ansonsten, was machen wir sonst? Genau, was wir sonst machen, wir zeigen es doch einfach mal. Wir sitzen hier am Meer und dann gehen wir hier später noch was essen, was trinken. Mal schauen, ob man das da sieht. Da hinten ist ein neu errichtetes Café. Und hier sind Baden. Also wir haben eine sehr... Ja, ein sehr entspannter Nachmittag, oder? Würde ich sagen. Ja, es ist auch Sonntagnachmittag. Also wie kann man ihn entspannter verbringen als wir am Wasser, am Meer? Ja, wie gesagt, die nächsten Tage haben wir noch ein paar geschäftliche Besprechungen. Noch ein paar Videos vielleicht, oder? Halbtags, ja. Wir besuchen ein paar Freunde. Genau. Wir gehen mit denen zum Essen. Wir reden. Es kommt noch später. Wir sollten so lange da sein. Noch ein paar Freunde hierher. Und dann werden wir mit denen Zeit verbringen. Vielleicht drehen wir noch mit denen ein Video. Who knows? Genau. Cool. Das Schöne ist, man kann hier den Tag leben und seine Zeit endlich genießen. Ja. Und kommt aus diesem Trott, aus diesem... Das ist halt Lebensqualität. Das war, also es ist, wenn ich in München bin, unabhängig mal von den politischen Ereignissen, unabhängig mal von dem Wetter, es ist so, ich komme nicht wirklich zur Ruhe. Es ist irgendwie immer, ich bin auch, also klar müssen wir arbeiten und noch Geld verdienen, aber die Insel
Du kannst hier Geld verdienen, du kannst aber auch einfach mal die Seele baumeln lassen. Ich sitze in Deutschland, es regnet wieder, dann sitze ich wieder im Wohnzimmer, schlage ich meinen Laptop auf, mache auch irgendwas. Aber es ist hier so, für mich ist es schon sehr viel Lebensqualität, was du hier hast. Bist du am 20. eigentlich noch da? Bin ich noch da, ja. Wunderbar, da müsste ich habe am Mittwoch einen Termin in Lefkoscha. Ich habe eine Sicherheitsüberprüfung, weil am 20. ist hier die 50-Jahres-Feier von Nordzypern. 20.07.74 wurde die Insel besetzt und nach 50 Jahren ist ja ganz großes Tara. Da kommt der, ein gewisser Ministerpräsident oder Staatspräsident aus der Türkei auch hierher. Ja. Da bin ich eingeladen auf die Abendgala, da muss ich aber noch eine Sicherheitsprüfung absolvieren. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich die damit einbauen und dann, ich brauche nicht unbedingt Lust auf diese Person, aber ich mag dieses ganze gesellige Zusammenkommen da. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das noch machen. Und das du ist kennst mich, wenn es was zum Essen gibt und zum Trinken gibt, bin ich immer gerne dabei. Das heißt, wir müssen heute nicht, aber ab morgen Abend wieder regelmäßig ins Casino, dann können wir dann die Hotel... das Hotelbuffet dort plündern und genau. Ein paar Euros. Also das genau. Ist so viel unser Leben hier auf Nordzypern. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier berichtet haben, lasst doch bitte ein Like da und abonniert diesen Kanal, sofern ihr das nicht getan habt. Like den Daniel meinetwegen, egal, wenn er das Video liked, ist es in Ordnung für mich. Ansonsten hilft mir bitte, den YouTube-Algorithmus voranzutreiben, indem ihr Fragen stellt, schreibt mir Kommentare und wenn ihr was von uns wissen wollt, wir sind Murat und Tina, wir leben seit 3 Jahren hier auf Nordzypern und der Daniel hier auch. Vielleicht kommt er auch mal hier für längere Zeit mal hierher und geplant, ja. Wir werden einfach dadurch gucken, dass wir euch möglichst hier auf dieser Insel begrüßen können. Kommt auf mich zu, stellt eure Fragen und abonniert diesen Kanal. Hier ist der Murat, entdecke Nordzypern. Grüßt euch. Und der Daniel. Ciao. Ciao.